Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer Folge Streets of Woke. Es herrschten einmal Frieden und Wohlstand, doch die Stadt fiel in die Hände eines skrupellosen und diktatorischen Bürgermeisters. Er wurde wegen vagen Versprechen wie niedrigen Steuern und mehr Bier gewählt, doch direkt nach seinem Amtsantritt zeigte er sein wahres Gesicht. Die ersten Anordnungen des Bürgermeisters waren eine massive Steuererhöhung und eine einmalige Konfiszierung aller alkoholischen Getränke. Er erklärte, die Konfiszierung diente dazu, dass er die Party des Jahrtausends für seine Wähler schmeißen konnte. Doch in Wirklichkeit gab es eigentlich nur ein Fass und eine Tüte Chips. Es war wirklich total langweilig. Mit dem Geld und zusätzlichen Getränken finanzierte er eine private Armee von Schlägern, die alle seine schändlichen Anordnungen jederzeit gern ausführen. Es dauerte nicht lange und die Stadt versank in einem chaotischen Zustand. Aber es gab noch Hoffnung. Eine geheimnisvolle Organisation, die nur als der Widerstand bekannt ist, wurde gegründet, um genau die tyrannische Führung des Bürgermeisters anzukämpfen. Und da beginnt unsere Geschichte. Es ist an der Zeit für deine Reise in die... Bam, 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 Street of Wow! Da sind wir, hi! Oh, du willst also den Widerstand beitreten? Nun, es gibt etwas, das du wissen solltest. Unsere Ansprüche zur Aufnahme sind äußerst hoch. Ich würde dir gerne ermutigen, Worte zu sprechen, aber ich bezweifle wirklich, dass du besonders weit kommen wirst. Deine erste Aufgabe besteht darin, umherzuleifen. Verwende den linken Stick. Ja, okay, krieg ich hin. Oh, meine Güte, du hast es echt geschafft. Wow, öffne jetzt diese Tür. Okay, mach ich. Das ist jetzt erstmal doch das Tutorial, Leute. Keine Sorge. Oh, das gibt's ja nicht. Das gibt es einfach nicht. So weit ist seit einer Ewigkeit niemand mehr gekommen. Ich habe dir in dieser Truhe etwas Kleines bereitgestellt. Und zwar ein Dietrich. Den nehmen wir doch mal. Wow, oh mein Gott. Aber, das kann einfach nicht sein, dass du herausgefunden hast, wie man mit diesem Ding anstellen soll. Einfach da durchgehen, ne? Ja, Dietrich benutzen. Klick, 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 wir befreien uns. Oh meine Güte, nicht, dass er jetzt platzt. Ah! Oh nein, er platzt halt echt, was? Schon witzig. Oh, nein. Er ist einfach explodiert. Tut mir leid, dass du das ansehen musstest. Das Positive daran, du musst dich bisher ziemlich gut angestellt haben, damit er überhaupt so aufgeregt war. Na, er hatte viele emotionale Probleme. Wie auch immer, Trübsalblasen bringt nichts. Ich übernehme jetzt. Ich teleportiere etwas Geld zu dir. Kauf damit Hackerwerkzeug von unseren Leadenbesitzern mit der Arbeit her. 50 Geld, danke, Anführer des Widerstands. So, bevor wir weitermachen, dieses wir machen einfach weiter. Wir machen das Tutorial und dann erkläre ich, was in dem Spiel so abgeht. Hallo, ich würde gerne was kaufen. Was willst du kaufen? Sachen. Zum Beispiel Hackerwerkzeug für $30. Hab nämlich 50. Danke, bitteschön. So, jetzt haben wir hier geiles Hackerwerkzeug und damit können wir jetzt irgendeinen Computer hacken. Hier ist ein Computer, das sieht eigentlich gut aus. Kommen wir da ran mit unserem Hackerwerkzeug, sogar von hier drüben? Komm, hack, ja, hack den Computer. Jetzt hacken wir hier richtig geil den Computer, Leute. Und jetzt können wir verschiedene Sachen auswählen, zum Beispiel verschlossene Türen öffnen oder die E-Mails lesen. Wir öffnen erstmal die Tür. Jetzt können wir da rein und jetzt können wir auch die E-Mails lesen. Das wäre unhöflich. Okay, machen wir anscheinend doch nicht. Aber hier der PC schon mal an. Ach, ich werde eine kleine Testmission schicken. So, wir sollen zerstören. Was ist das? Was soll das sein? Ein Generator, aha. Okay, wir sollen den Generator zerstören. Wo sind wir denn überhaupt? Achso, wir sind hier dieser Kristall. Okay, das heißt, wir müssen links oder nach oben. Gut, jetzt kann ich echt mal ein bisschen erzählen. Und zwar geht es in diesem Spiel darum oder auch nicht. Jemand hat Wachdienst im Gebäude hinter diesem Zaun. Feindlich. Er wird wohl nicht so glücklich sein, dich zu sehen. Und übrigens, wenn der Name einer Person gelb angezeigt wird, bedeutet das, dass diese Person das Grundstück besitzt. Ich teleportiere dir ein Wandumgeher. Ja, das Ding da. Ein Wandumgeher. Wow, wir können uns teleporten. In der Regel bedeutet eine rote Tür, dass die Leute dich nicht dort haben wollen. Das hier ist unser Türsteher-Mitarbeiter. Er wird die Rolle des Bösewichts übernehmen, aber er hat die Anweisung, unter keinen Umständen zu kämpfen. Hallo, schön, dich kennenzulernen. Neuling, du kannst ruhig so hart auf ihn einschlagen, wie du kannst. Er ist ein großer Kerl. Hält das aus? Was? Entschuldigung, aber ich kann mich nicht daran erinnern, dir zugestimmt zu haben. Vielleicht erinnerst du dich noch einen Abschnitt 7c aus den Dokumenten, die du für den Widerstand unterschrieben hast. Dieser Abschnitt besagt, Mitglieder unterliegen allen unlogischen, gefährlichen und oder sadistischen Launen der Anführer des Widerstands. Nun, ich hätte diesen Abschnitt gern aufmerksamer gelesen, aber das war ehrlich gesagt ziemlich unmöglich. Musstet ihr denn wirklich das ganze Dokument in Braille-Schrift verfassen? Ja, wir bemühen uns um Integration und Vielfalt.
schau mal. Du kannst kein Recht darauf, irgendeinen Kerl von der Straße zu erlauben, auf mich zu schießen, gegen irgendeins. Wie hast du gesagt? Tutorials? Wir können tun und lassen, was wir wollen. Wir haben hier das Sagen. Weißt du, das ist genauso ein lächerlicher autoritärer Mist wie der, den der Bürgermeister abzieht. Hör auf rum zu jammern, du schaffst das schon. Wir haben dir diesen tollen Schutzhelm gegeben, weißt du noch? Oh, das stimmt natürlich. Cool, jetzt sollen wir doch nichts tun. Okay, er tut mir auch gar nichts. Um diesen liebenswerten Krobi zu boxen, drehst du dich zu ihm und drückst RT. Pow, ich schlag dich kaputt, ja. Ach komm schon, irgendwie tut mir so weh, weil ich dich kaputt schlagen musste. Das wurde mir befohlen, also ich tue, was der Typ mir hier sagt, der Anführer des Widerstands. Er hat den Schlüssel. Weißt du, wie schwierig es ist, gute Mitarbeiter zu finden? Übrigens, siehst du den blauen Zähler am oberen Bildschirmrand? Du hältst Fähigkeitspunkte für die Dinger wie Morden und Schloss aufbrechen. Finde ich gut. So, wir haben einen Widerstandsschlüssel bekommen. Jetzt können wir hier irgendwo raus Schlüssel benutzen. Laufe nun durch den roten Sensor. Das ist total sicher und überhaupt nicht schädlich. Hihi. Ah, ich hab's überlebt. Tut mir leid. Ich konnte nicht widerstehen. Das wird einfach nie langweilig. Ich hoffe, bei dir ist alles in Ordnung. Nimm diesen Cheeseburger mit Speck. Okay, zack. Essen. Nom nom nom. Ah, oben links sehen wir unsere Leben. Wir haben jetzt 40 von 80 und wir haben auch Erfahrungspunkte. Das heißt, man kann auch aufleveln. Hab's noch nie gespielt, von daher keine Ahnung. Deswegen mache ich jetzt gerade das Tutorial. Ist wahrscheinlich auch ganz gut für euch. Hier ist etwas, womit du etwas sicherer mit dem Laser umgehen kannst. Benutze es einfach wie die anderen Waffen. Ein Stein. Okay, also wir nehmen den Stein, packen den auf so ein Symbolding. Jetzt haben wir den in der Hand. Und dann werfen wir ihn und dadurch geht die Falle kaputt. Ja, nice. Ich gebe dir eine total coole, besondere Fähigkeit, mit der du diese Tür öffnen kannst. Um sie einzusetzen, drücke auf LT. Da ist noch ein Stein. Ich nehme den Stein mal wieder mit. Brr, brr. Die besondere Fähigkeit, die ich dir gegeben habe, war doll weinen. Das ist nicht sehr nützlich, oder? Schau es dir an in deinem Statistikfenster. Wir sind ein Slump-Bewohner Level 1. So. Wir können doll weinen. Lässt sich weinen wie ein kleines Baby. Oh, hat keinen Nutzen, außer dich zu blamieren. Ja, nice. I like. Okay, aber Erbs, hier ist ein Schlüssel. Oh, ups, ich habe ihn gerade aus Versehen zu dem Aufzug teleportiert, aus dem du bei deiner Ankunft kamst. Und anscheinend können wir uns am Anfang hin teleporten. Ja. Okay, also wir können uns überall auf der Map hin teleporten. Hier ist der Schlüssel. Wenn dir den Schlüssel genommen hast, kannst du dich schnell teleporten. Durch Halten von Y unter normalen Umständen teleportiert dich das an wichtige Orte. So. Wichtige Orte. Zerstöre nun diesen Generator, um deine Mission zu erfüllen. Schlüssel benutzen und kaputt machen mit den Steinen. Ich töte dich. Ich töte mich gerade selber oder so. Wie soll ich dir zerstören, hä? Hä? Wie soll das gehen? Stirb an meinen Steinen. Ich mach dich kaputt. Mission erfüllt. Oh, das tut weh. Das war ein ganz schöner Spaß, oder? Entschuldigung, jedenfalls für die ganze Schikane. Du bist ein ziemlich zäher Brocken. Wir haben bei dieser Übung nur 2 Personen verloren. Das ist ungefähr so, wie es immer läuft. Ich schätze, du kannst jetzt den Widerstand beitreten. Herzlichen Glückwunsch. Geil. 2 Leute getötet aus dem Widerstand, damit sie mich rekrutieren können. Sprich mit dem Arzt, wenn du hereinkommst. Wir werden uns darum kümmern, dass du noch einen Cheeseburger mit Speck bekommst. Dankeschön. Tritt in den Aufzug. Mache ich. Ach, das ist ein Aufzug. Ich dachte, das wäre so ein Römerhelm oder so. Gut, das war das Tutorial. Viel mehr ist das auch nicht. Doch, es ist viel, viel mehr. Jetzt ohne Witz, dieses Spiel soll übelst groß sein, so rein von dem, was da so stand. Jetzt kann ich ein bisschen erzählen. Es ist halt ein Rogue-Lite. Das heißt, der Fortschritt wird gespeichert, wenn man stirbt. Wir sind hier dieser komische kleine Dudelwuddel. Man kann aber auch andere Spielcharaktere spielen. An die 20 Stück haben die gesagt und die meinten auch, es kommt immer wieder neue dazu. Es soll Einflüsse aus Binding of Isaac, Nuclear Throne und sowas haben, aber auch RPG-Elemente, wie Spielen aus Deus Ex. Da finde ich sehr witzig. Und anscheinend die ganzen NPCs, die hier so rumstehen, die haben anscheinend auch eine KI in sich, also die agieren je nachdem, wie du agierst. Ist das verständlich? Halt künstliche Intelligenz haben die anscheinend. Und sollen anders reagieren, je nachdem, wie man spielt. Und ja, wie bei einem Roguelike üblich, sind die Level alle random generiert. Und sie sind nicht in den Dungeon drin, sondern ja, halt eher so open-worldig. Ja, man muss halt kämpfen und sowas. Am besten kann man das wahrscheinlich vergleichen mit GTA Online. So im gröbsten Sinne. Ah, raus hier! Wieso bist du hier auf Toilette, oder wie? Wie unprofessionell! Oh, die kann ich auch nicht schlagen. Okay, sorry, ich wollte dich nicht stören. Also, ich muss dir noch ein paar Dinge mitteilen, bevor wir dich auf das Himmelfahrtskommando, auf die total gut ausführbare Mission zum Sturz des Bürgermeisters schicken. Erstens, da du neu in der Stadt bist, solltest du wissen, dass sie in Schichten aufgebaut wurde, wie eine Lasagne. Das ist ein schöner Vergleich. Slums ganz unten, dann das Industriegebiet, dann der unechte Draußenpark, die Innenstadt und ganz oben das Nobelviertel.
Der einzige Weg, von einem Level zum nächsten zu kommen, führt durch Aufzüge. Zweitens, zusätzlich zu deiner Hauptmission musst du auch noch ein paar andere Aufgaben für uns erledigen. Die werden auf deiner Karte angezeigt, wie der Generator, den du gerade gesprengt hast. Du musst deine Mission in einen Abschnitt ausführen, bevor du in den nächsten reisen kannst. Drittens, die Anführer des Widerstands, wie ich, werden dir helfen, indem sie dir Belohnungen für das Ausführen dieser Mission schicken. Aber das ist auch schon alles, was wir für dich tun können. Wir sind keine Handelnden, eher Ideenhaber. Beispielsweise war es meine Idee, dich auf diese Mission zu schicken. Also mach mich stolz, denn vielleicht werde ich dann befördert. Cool. Viertens. Wie du vielleicht schon weißt, der Bürgermeister hat Chicken Nuggets verboten, weil sie ihm irgendwann mal leichte Bauchschmerzen bereitet haben. Ja, verständlich. Chicken Nuggets sind seitdem eine seltene und kostbare Ware geworden. Wenn du ein paar Chicken Nuggets auftreiben kannst, können wir die gegen Dinge eintauschen, die dir helfen könnten. Wissenschaftler, Dieb und der Soldat können dir noch weitere Einzelheiten zur Nuggets-Situation verraten. Oder, wenn du dich in Richtung Stadt bewegen möchtest, der Aufzug befindet sich im Norden. Viel Glück, du kleiner Ganove. Du kleiner Ganove. Ach ja, übrigens. Halt dich von der Darmtoilette fern. Diese Arten von Aktivitäten beschämt den Widerstand noch mehr als dich. Da habe ich ja schon alles falsch gemacht. Naja, gut. Okay, also wir sind einem Widerstand beigetreten und sollen den Bürgermeister kaputt machen. Es gibt aber auch anscheinend mehrere Schichten. Es gibt auch ganz viele Waffen und sowas. Man kann auch mit dem Strumpfstrahler und sowas agieren. Ich bin sehr gespannt, wie dieses Spiel sich noch entwickeln wird. Weil an sich, Roguelites sind ja immer ganz cool. Kooperation, hallo, bist du ein cooler Wow? Yo, wenn du willst, dass andere Leute dich hier anschließen, kann ich dir helfen. Ah, man kann das sogar online spielen. Also das hier ist der Koop-Modus. Sowohl online als auch lokal anscheinend. Was haben wir hier? Hallo, Professor, nee, Arzt. Merkmale, zu dem sollten wir noch gehen, ne? Cheeseburger mit Speck. Oh, Entschuldigung, ich habe den letzten gegessen, als ich eine lange Operation durchführte. Aber ich will Merkmale freischalten. Ich kenne deinen Körper besser als du. Das klingt irgendwie komisch. Ja, schalt mal die Merkmale hier frei. Ah, haben wir denn schon Geld? Nee. Muss man hier wirklich mit Chicken Nuggets bezahlen? Wir haben 0 Chicken Nuggets. Und hier kann man sich dann anscheinend verbessern. Also das sind die Perks. Die Perks, die man sich freischalten kann. Okay, also das ist quasi unser HUD. Mutatoren. Kann man bestimmt auch alles Mögliche freischalten. Alle hassen dich. Die meisten Leute stehen dir zunächst feindlich gegenüber, haben aber auch viel weniger Gesundheit. Okay, also das ist dann, falls man mal eine normal One gemacht hat, dann kann man sich das auch schwerer machen oder was auch immer. Ist halt echt so ein bisschen wie Shadow One, muss ich sagen, wenn das einer von euch kennt. Das ist so ein Pen-and-Paper-Spiel. Ausrüstung, ich kann mir halt nichts leisten. Da würde ich sagen, gehen wir einfach mal in den ersten Aufzug hier rein, oder? Gut, gehen wir in die Slums. Ich bin gespannt, was passiert. Oh, hier sehen wir schon die ganze Charakterauswahl. Wie viele sind das? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mal 3 sind auf jeden Fall 24 und hier unten sind noch mehr. Ultra krass. Okay, man kann alles Mögliche spielen. Was haben wir denn hier so? Hier haben... Was bist du für ein Typ? Ein Slum-Bewohner mit Startgegenstand Whisky. Ein Soldat, ein Gangster, ein Dieb, ein Hacker, ein Arzt. Na, dann haben wir noch eine Gangsterin, ein Komiker, Attentäter, Ringer, Vampir. Lol, ein Vampir einfach. Polizist, Gorilla, Wissenschaftler, Barkeeper, Sportler, Gestaltwandler. Oh, da, wieso ist der nackt? Aber das klingt gut. Investmentbanker, Werwolf, Kannibale, Sklavenhalter, Zombie und den Feuerwehrmann. Der Sklavenhalter, ey. Voll der Sadomaso-Typ. Okay, ich glaube, wir fangen erstmal, weiß ich nicht. Wir wollen ja schon auf Leute einkloppen, ne? Ich glaube, da ist dann der Soldat ganz gut. Wir können auch noch unser Aussehen verändern. So ein Soldat müsste ja eigentlich immer so eine hochgestylte Frisur haben, oder? Dann ist er so ein bisschen wie die Amis. Gesichtsbehaarung? Nein, Mann. So, jetzt sind wir quasi Wieso mit den blauen Haaren. Ja, geil. Gut, nehmen wir den blauen Soldaten und schauen, was passiert. Slums 1. Okay, hi. Jetzt sind wir im richtigen Spiel. Oh, da steht nochmal alles. Ach du Scheiße, kann man viel machen. Besondere Fähigkeiten interagieren, Inventarmission, bla 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 bla. Waffen durchsuchen. Oh, okay, wir haben verschiedene Waffen. Guck, es ist halt echt wie GTA irgendwie. Halt in einem Pixel-Stil. Okay, was haben wir? Wir haben eine Landmine dabei. Wir haben eine Fäuste, wir haben ein Maschinengewehr, aber nicht so viel Munition und eine Granate. Okay, ich glaube, wir bleiben erstmal bei den Fäusten. Weil damit sind wir eben auch ganz gut zurechtgekommen. Was steht denn auf dem Schild drauf? Willkommen in der Stadt. Versuche dich gut zu amüsieren und bleib sauber, okay? Folgt den Pfeilen auf der Minikarte, um Mission zu finden. Man muss übrigens, obwohl das ein Roguelike ist, nicht töten, wenn man nicht will. Wir haben auch noch Türsprenger dabei. Tötungsmunitionierer. Aha, als Belohnung für das Töten von 3 Leuten halten deine Waffen Munition. Und die Dinger kann man sich halt auch auf Schnelltasten legen. Das ist ja eigentlich ganz nett, würde ich sagen. Schön, dann mal gucken. Die haben Waffen, ne? Das ist natürlich nicht so geil. Aber, guck mal, da ist doch am Sessel auch noch jemand drin, oder? Wir können klopfen, wir können den Zünder platzieren. Ja, man kann halt auch wirklich hier RPG-mäßig agieren, wenn ich das richtig gesehen habe. Wir klopfen einfach mal. Hallo? Ah, du bist ein Arzt. Na?
Oh, hast du Interesse an einem geschmuggelten Kolostomiebeutel? Ich habe leider kein Geld. Du bist doch gar kein Arzt. Also, nicht alle sind böse. Ja, gut. Die Leute haben gesagt, wenn man in die Rottüren rein will, das ist meistens nicht so gut. Wir können sie einfach öffnen, aber die dahinter mögen uns halt nicht. Okay, wir probieren es einfach mal. Wir haben ja schließlich hier eine Uzi oder so. Wir probieren die. Hat der einen Corndog in der Hand oder was macht der? Okay, wir töten erstmal die da. Stirb, stirb, stirb. Was hast du? Ich glaube, der hatte einfach nur einen Maiskolben oder so. Was war das? Da ist auch noch eine Kamera, aber das juckt uns mal herzlich wenig. Ein Baseballschläger war das. Geld, noch eine Pistole. Oh, das war ja schon mal easy. Wir haben 4 Leben verloren, aber das geht noch. Dafür kriegen wir einen Schutzhelm, der uns noch mehr schützt. Ah, ein neuer Schutzhelm. Also, ja, unser Helm ist jetzt ein bisschen kaputt gegangen. So, da wir jetzt eh schon Leute getötet haben, können wir hier auch nochmal klopfen. Hi! Das ist jetzt mein Haus. Hat er ja nichts dabei? Okay, dann war das ganz schön unnötig, dass wir ihn getötet haben. Ich glaube, ich sollte auch nicht alles mit meiner Pistole hier machen, wenn ich ehrlich bin. Hallo, wer bist du? Bist du eine Gefangene? Ein Dieb? Ich ziehe es vor, wenn die Leute mich nicht beim Stehlen erwischen, das macht das Ganze irgendwie unangenehm. Unterstütze mich. Ach, wir können ihn anheuern und dann hilft er uns. Nee, ey, komm doch mal her. Du hast bestimmt tolle Sachen dabei. Ich schlag dich kaputt, du. Ich mach dich kaputt. Okay, cool. Weil wir einen Unschuldigen getötet haben, haben wir jetzt 10... Der hat Chicken Nuggets. Sind das die Chicken Nuggets? Die Dinger hier auf dem Boden, das sind doch locker Chicken Nuggets. Gib die alle her. Guck mal, der hat sogar hier noch im Kühlschrank geile Sachen drin. Oh, das gefällt mir richtig gut. Das hat sich gelohnt, dass wir den gekillt haben. Und wir haben dafür Erfahrungspunkte bekommen. Eine Klonmaschine, Gegenstand Klon. Ah, das kostet aber auch alles Geld. Hier kann man auch seine Eigenschaften verbessern. Ist aber auch ultra teuer. Okay, mal gucken, wie schnell man hier später noch Geld bekommt. Damit kann man wahrscheinlich nur agieren, ja, wenn man Feuerwehrmann ist mit dem Hydranten. Man kann Gegenstände lagern. In der Ventingmaschine kann man sich neue Sachen kaufen. Hier ist auch ein Kaugummiautomat. Auch zu teuer, alles zu teuer. Ja, ich würde sagen, unser erster One ist einfach ein sehr brutaler One und wir töten einfach alles, oder? Ich meine, wir brauchen Geld. Hi. Die wollen halt gar nicht kämpfen, weil das einfach nur Slum-Typis sind, oder was? Au, oh, die kämpfen ja doch. Ey, oh nee, hallo, Schlägerei. Du bist feindlich, du komische Slum-Dienerin. Aha, sie will nicht sterben. Guck, das meine ich mit dieser KI. Komm jetzt her, ich will dich töten. Die wollen nicht sterben und deswegen laufen sie weg. Ich kann mir auch vorstellen, dass sie irgendwann andere Freunde oder sowas halt Bescheid sagen, dass sie gerade verfolgt werden und eigentlich nicht sterben wollen. Hallo, kannst du jetzt mal wiederkommen? Okay, ich glaube, ich muss sie einfach mal abschießen. So. Da schießt jemand. Okay, ja, kein Plan. Ich bin gerade sehr brutal unterwegs hier. Aber wir sind ja auch ein Soldat. Wir hinterfragen nicht, wir führen nur unsere Aufträge aus. By the way, was ist überhaupt unser Auftrag? Haben wir überhaupt einen Auftrag? Neutralisiere ein paar Leute. Ja, okay, guck, ist einfach unser Auftrag, die Leute zu töten. Hi, war schon wieder ein Dieb, oder? Nee, weiß nicht, was du warst. Wieso explodiert hier alles? Man weiß, oh, ein Küchenmesser. Und Zigaretten, ja nice, Alter. Erstmal eine rauchen. Ich brauch Feuer. Hallo, hast du Feuer? Hast du Feuer? Ich hab nämlich ein Messer, aber hast du Feuer? Wie die mal alle nur weglaufen. Voll die Langweiligen. Ach, die Leute hier soll ich neutralisieren. Ja, ups. Ich hab einfach wirklich unnötig Leute angegriffen. Wie kommen wir da jetzt aber rein? Ah, von hier, okay. Hallöchen. Okay, den sollen wir nicht töten, meint ihr? Ja, okay, der barkotzt sich. Nee, 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 au, nein, hallo, hallo, ich bin hier und will euch nur töten. Alles gechillt, ja? Oh, wir haben eine Banane gefunden, nice. Da haben wir noch eine Truhe. Ich glaube, ich sollte auch nicht alles mitnehmen, to be honest. Weil sonst habe ich wirklich... Ist leer? Okay. Leute, die sind sogar Fallen und sowas. Ja, okay, verbrennen halt einfach. Die beiden müssen wir noch töten. Wie sie einfach die Falle angreift, weil sie gemerkt hat, oh, die hat mir Schaden gemacht. Gut, was haben wir noch für Missionen? Wir sollen noch... 3 Sachen mitnehmen. Ne, 2. Ah, ne, nur ein. Wir sollen nur den Waffen mitnehmen von dem Arzt und kriegen dafür 15 Shurikens, wie es aussieht. Und der Arzt ist anscheinend hier. So, da der schläft. Kommt man da noch anders rein? Ja, von hier aus würden wir da reinkommen. Wenn wir hier einfach mal einen Zünder platzieren. Oh. Wenn wir hier einfach mal einen Zünder platzieren und dann abwarten. Vielleicht merken die es ja nicht, dass wir da unten die Tür aufsprengen. Was meint ihr, Leute? Meint ihr, der Zünder ist ein bisschen laut? Pow! Hat keiner gehört, oder? Nee, 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 hat keiner mitbekommen. Hä? Wieso ist denn hier jetzt die Tür weg? Juckt ihn nicht. Er guckt einfach weiter Fernsehen. Tür wieder weg. Da, kann schon mal vorkommen. Raus hier? Was? Was? Wieso? Ja, ja, ich gehe ja schon. Ich gehe ja schon. Ja, ich will doch gar nichts von euch machen. Wieso interessiert die, ob ich da bin oder nicht? Eure Tür stand offen. Ich will nur einen Gegenstand mitnehmen. Mann!
Ja, jetzt schlägt er mich oder was? Au, hallo, nicht schlagen. Ist nicht nett. Eure Tür war offen. Ich wollte nur nett Hallo sagen. Okay, das lag mir jetzt. Das lag mir jetzt, aber ich habe keine Muni mehr. Hey, wieso kann ich trotzdem noch schießen? Ach, ich habe noch eine Pistole hier. Oh, ein Muffin, das ist aber lecker. Und dafür haben wir 50 Shurikens bekommen. Abschnitt sauber. Erfülle alle deine Missionsziele, um zum nächsten Abschnitt der Stadt zu gelangen. Oder erfülle sie nicht, wenn das eher so dein Ding ist. So oder so, das geht beides. Okay, also man kann auch tatsächlich einfach weitergehen, ohne alles zu machen. Damit haben wir Level 1 abgeschlossen. Wir haben 14 Leute getötet, Leute. Und davon waren 6 unschuldig. Mega gut. Oh, unsere Wählbarkeit ist nach unten gegangen, weil wir Unschuldige getötet haben, glaube ich. Sowohl in dem Abschnitt als auch in der Stadt. Das ist natürlich doof jetzt. Yeah, Junge, du hast ein höheres Level erreicht. Wähle ein neues Merkmal für deine Spielfigur aus. Okay, wir können graziös werden. Bodengefahr werden nicht Gefahren werden nicht ausgelöst. Schlimmster Albtraum der Wände. Einfacher Menschen durch Wände zu stoßen. Okay, dadurch explodieren dann immer die ganzen Wände. GPS, alle Kartenmarkierungen sind zu Beginn des Levels vollständig gefüllt. Finde ich sehr gut. Wir nehmen als erstes GPS mit. GPS ist eine sehr gute Erfindung, muss ich sagen. Okay, damit wären wir jetzt in den zweiten Abschnitt. Hier gibt es komische Zombies. Hi. Schätze ich mal. Okay, das sind komische Geister. Also unser Plan, hä? Unser Plan ist, wir sollen etwas klauen. Keine Ahnung, was es ist. Ein grünes Eis? Nee, wird wahrscheinlich irgendwas Technisches sein. Dann sollen wir einen Arzt töten und noch einen Dieb. Aha. Und das Game hat ja netterweise so eine Teleportfunktion. Das heißt, wir können einfach zum nächsten Ziel hier hin und hier quasi reingehen. Okay, aber wir halten auch unsere Waffen und sowas aus dem Abschnitt von davor. Man muss dann also auch ein bisschen agieren, wie gut man jetzt mit den Sachen aushalten will. Oh. Muss ich den denn töten, um das einzustecken? Das finde ich ein bisschen komisch. Mission erfüllt. Kannst du mich bitte in Ruhe lassen? Nur weil ich deinen Chef getötet habe, musst du mich jetzt nicht hier nerven, ja? Was haben wir denn noch im Tresor? Oh ja, nehme ich mit. Dankeschön. Oh, hier ist auch eine Polizeistation. Da müssen wir natürlich ein bisschen aufpassen. Verbrechen ignorieren im Abschnitt. Oh, das ist natürlich cool. Also man kann die Polizei hier auch einfach bestechen. Cool, cool, cool. Aber sie ist ja grad sowieso gerade weg, deswegen... Ich glaube, diese Slum-Frau da unten juckt das jetzt nicht so wirklich, wenn ich den Typen hier töte. Blöder Arzt, du hast irgendwas Schlechtes bestimmt gemacht. Hacker-Werkzeug haben wir bekommen. So. Hi, ich laufe hier nur mit dem Messer rum. Alles cool, nicht? War alles klar. Du sagst auch niemand was. Hallo? Du, Slum-Frau, Bewohnerin? Du sagst niemand was, ja? Damit wir uns verstehen, ich habe ein Küchenmesser. Und ich werde es benutzen, wenn du irgendeiner Polizistin was sagst. Ich bring dich nach Hause. Ich bring dich nach Hause. Alles cool, ja? Du hast nichts gesehen und wirst auch nichts verraten. Ist das klar? Ist das klar? Gut. Verfolgt sie mich jetzt? Kannst du mich doch nicht verfolgen, während die Polizisten hier sind. Oh Gott, sie will sich verteidigen. Was ist denn kaputt mit dir? Ich habe einen Baseballschläger. Ich mach dich gleich kaputt, wenn du hier weiter so komische Sachen machst. Hallo, ich löse dich ab. Kannst gehen. Ach, das sind beides Gangster. Nee. Ich dachte, das wäre ein Polizist. Tja, ihr wart sowieso keine Freunde, oder? Ich werde dein Dieb... Lol, einfach durch die Wand geknallt. Oh, sorry. Au, ey, okay, nein, das geht dir zu weit. Ihr könnt mich nicht beide angreifen. Okay, anscheinend waren das doch Freunde. Wir haben einen Ghetto-Blaster. Wie gut sind wir denn? Okay, damit haben wir den Abschnitt auch erledigt. Ich will dich doch gar nicht töten. Oh, es tut mir so leid. Den wollte ich wirklich nicht töten. Hi. Ein Ladeninhaber mit einer Mission. Wir sollen ein... Was ist das? Ein Gorilla töten? Kriegen 5 Chicken Nuggets? Ja, auf jeden, Digga. Auf jeden bringen wir irgendwen um für dich, Ladenbesitzer. Wo ist der denn? Ja, ist er. Hallo. Nee, ich muss den Typen hier neutralisieren. Das tut mir sehr leid. Hallo. Dein blöder Affe kann hier nicht leben. Der muss neutralisiert werden. Der hat irgendwas... Oh, wir haben jetzt einen Schlüssel. Der hat irgendwas... Oh, wir sollten... Hä? Wir haben ihn jetzt freigeschaltet, aber wir sollen ihn noch neutralisieren. Komm her. Hallo, Affe. Affe, ich weiß, du hast irgendwas Böses getan. Alter, wie schnell der ist. Wir können den Affen jetzt auf jeden Fall spielen. Meint ihr, man kann den auch immer noch spielen, wenn er... Wenn er umgebracht wird? Ich weiß halt nicht mehr, wo er ist. Er ist einfach weg. Gut, wir haben den Affen befreit. Tja, YOLO würde ich sagen. Ist mir jetzt egal. Er ist einfach weg. Da ist er. Sorry, Affe. Ich hoffe, ich kann dich auch noch spielen, nachdem ich dich getötet habe. Weil sonst wäre doof. Hi. Ich habe den Affen gekillt. Ich hätte gerne meine 5 Chicken Nuggets. Geil. Oh, Chicken Nuggets sind so lecker Schmecker. Mm. Die Waffen gehen auch kaputt, wenn man sie einsetzt. Ist also auch ein bisschen Legend of Zelda Style hier mit drin. Sorry, kleiner Affe. Tut mir voll leid für dich. Also von Legend of Zelda Breath of the Wild. Okay, mehr Leben. Nahkampfangriffe von hinten versuchen 2-mal mehr Schaden. Beine laufen mit höherer Wahrscheinlichkeit während eines Kampfes weg. Aber ich will doch nicht, dass sie weglaufen, oder? Dann muss ich denen ja die ganze Zeit hinterherlaufen.
glaube, ich nehme Verräter. Können auf nett tun und dann hinterrücks. Oh nein, ein Aufruhr! Wie kann das denn sein? Ich glaube, ab jetzt wird es auch schwieriger. Aber wir sind immer noch in den Slums, nicht wahr? Was ist denn unsere Mission? Wir sollen alle Knöpfe betätigen und ein Computer klauen? Okay. Diese Gegend ist zu gefährlich, um sich zu teleportieren. Ja, kämpft, kämpft! Mach sie alle fertig! Was geht denn bei denen ab? Was macht denn der Blauhaarige da? Oh Gott, okay, hier ist, glaube ich, sehr, sehr... Okay. Oh, ich glaube, der hatte, glaube ich... Aua, ey! Der war, glaube ich, gar nicht böse. Hey, hier töten sich einfach alle gegenseitig. Oh, aber so eine Schrotflinte ist natürlich schon geil. Was geht hier ab? Ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Jeder kämpft hier gegen jeden. Ja, Polizei, mach mal was. Ach du Scheiße. Was geht denn hier ab? Ich will nicht mehr in dieser Gegend sein. Die ist sogar für mich zu krass. Oh, du Scheiße. Oh, du Scheiße. Hallo, Polizei, ich muss hier einmal einbrechen. Beziehungsweise ich klopf einfach und geh dann rein. Nein, ich muss das Ding hier aktivieren. Sorry, Leute. Sorry, aber ich habe hier Aufgaben zu erfüllen. Ich will euch gar nichts tun, ich will nur Sachen machen. Yo, da zücken die schon ihre Waffen wieder. Ich fasse es nicht. Hier, bestätigen. Aha, jetzt seht ihr nichts mehr. Und ich habe Schalldämpfer dazu bekommen. Au, ey, hallo, mein Schutzhelm. Ich will keinen Schaden bekommen. Ich gehe ja schon. Ich habe alles gemacht, was ich machen wollte. Lasst mich in Ruhe. Polizei, Polizei, ich werde geschlagen. Polizei, Polizei, hallo. Hallo, bitte helfen Sie mir. Guck doch, hallo, au, hallo, er hat mich geschlagen. Ja, mach ihn kaputt. Danke, Polizei, auf Sie ist Verlass. Polizei, brauchen Sie Hilfe? Ich räche Sie, kleine Polizistin, danke für Ihre Hilfe. Das ist ja super witzig. Okay, also die Polizei scheint ja auch nicht wirklich so Sagen zu haben. Schon ganz schön anarchistisch hier alles. Da ist schon wieder ein Gorilla. Den können wir als nächstes auch mal... Hallo, wieso sind die denn alle so feindlich hier? Yo, lässt du bitte Frau Polizistin in Ruhe? Ich bin ein guter Bürger und helfe natürlich den Polizisten. Ey, lass das. Was denn? Ich hab nur den Polizisten geholfen. Hey, yo, und die greifen mich jetzt einfach an? Die greifen sich gegenseitig an? Was ist denn kaputt bei euch? Nicht mal auf die Polizisten ist hier Verlass. Was ist das? Was ist das? Bitte lass mich in Ruhe. Ich hab dir geholfen. Ohne Witz, was denkt die denn? Was? Hallo? Ich bin gleich einfach tot. Ich muss ganz schnell was essen. Ich hab gar nichts zu essen hier. Hallo? Wie die mich alle anhauen. Hallo, ich habe gehört, du hast einen Gegenstand, den ich bräuchte. Wohin flüchtest du, hä? Kannst dich nicht vor mir verstecken. So, haben wir seinen komischen Kuchen auch? Ach, es war eine Festplatte, glaube ich. Okay, also dieses Gebiet war wirklich... Das war heftig. Wenn das jetzt die ganze Zeit so bleibt, werden die Mutator freigeschalten. Nice. Wenn das jetzt die ganze Zeit so weitergeht. Wir sind im Industriegebiet. Wir haben die Slums verlassen. Geil. Ah, wir haben nur noch Stichwaffen, leider. Das sieht mir hier auch sehr Mafia-mäßig aus, wenn ich das mal so sagen darf. Ach du Kacke. Ich habe so ein bisschen Angst jetzt hier. Oh, ein Mülleimer. Danke. Aber hier sind die wieder alle cool, ne? Ach, das ist ein Industriegebiet. Jetzt macht alles Sinn, Leute. Hier sind die Leute auch wieder zivilisierter, wie es aussieht, ne? Ihr seid keine Gang, die einfach Leute abstecht. Nein, nein, nein. Ihr seid coole Industrie. Die Mittelschicht der Gesellschaft seid ihr, nicht wahr? Okay, wir sollen eine Person retten und eine Sache einstecken. Hallöchen. Beachtet einfach nicht, dass ich mich teleporten kann. Das ist ganz normal. So, da ist Madame, die wir retten sollen. Aber ein weiter Weg da rein. Hallo. Darf ich einmal reinkommen? Hi, du hast nichts dagegen, wenn ich reinkomme, ne? Nee, hat er nicht. Alles klärchen. So, dem juckt das schon mal nicht. Das hier Lasersender, einmal kaputt. Nein, 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 ich bin gar nicht hier, ich bin gar nicht hier. Hallo, lass mich doch in Ruhe. Ich verstehe gar nicht, warum die mich immer alle angreifen wollen. Hallo, Miss, ich würde sie gerne retten wollen. Oh, aua, ey. Tachchen, bring mich zum Ausgang. Ja, das ist so eine Sache, Madame. Ich weiß nicht... Ob wir das so easy hinbekommen. Bitte verbrenn dich. Okay, sie hat relativ viele Leben. So, hier, bitteschön. Ist das hier Ausgang genug für dich? Nein, du willst zum richtigen Ausgang? Dann komm mal mit. Ich hoffe, die Gang hat nichts gegen dich. Okay, sehr gut. Hier ist der Ausgang, bitteschön. Geil. So, was müssen wir noch machen? Wir müssen noch einen Polaroid oder so einstecken. Kriegen wir hin. Hier ist wieder sehr chillig, muss ich sagen. Auch wenn jeder Waffen hat und so. Okay, ihr macht schon... You do what you do. Okay, Bandenkrieg oder was? FBI gegen Gangster? Okay, cool. Also das Industriegebiet scheint schon nicht so ganz anarchistisch zu sein, aber Bands. Gangs und sowas scheint trotzdem auf der Vorhut zu sein. Und ich glaube, die sollte man auch lieber nicht angreifen, weil sonst passieren böse Dinge. Irgendwo hier war das Polaroid, aber ich weiß gerade nicht mehr wo. Tachchen. Oh ja, man kann hier auch einfach reingehen. Oh.
ohne dass ein jemand sieht. Ach du Scheiße. Na, ja, ja, ich will, aua. Alles klar, sorry Leute, ich muss euch töten. Ich werde jetzt garantiert sterben. Ich habe aber noch 6 Leben, alles cool, aua. Shit. Wir hätten das Polaroid doch gar nicht mitnehmen müssen. Es hat auch so ein Hotline Miami Flair, finde ich. Dadurch, dass man in diese ganzen Häuser reingehen muss und da quasi alles töten muss und sowas. Na gut, dann war es das aber mit der ersten Folge. Ich finde, das Spiel ist recht interessant. Möchte ich meinen. Man kann halt noch sehr viel aus dem Spiel rausholen. Aber ja, gut, für die erste Folge soweit erstmal ganz cool. Ihr könnt mir ja mal sagen, wie ihr das Spiel findet. Das war jetzt erstmal nur ein angespielt, beziehungsweise ein Let's Test. Und wir werden dann mal schauen, wie es mit diesem Projekt weitergeht, nicht wahr? Gut, mir gefällt es auf jeden Fall bisher erstmal ganz gut. Wenn euch der Part gefallen hat, lasst ein Like da und lasst mich auf jeden Fall auch wissen, wie ihr das halt fandet, ob ihr da mehrere Folgen von sehen wollt oder nicht. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und tschüss.